Es gibt aktuell einen großen Fehler an der Börse, den viele Anleger machen beim Bewerten von Aktien, der vor ein paar Jahren noch gar nicht relevant war, aber dadurch eben auch gar nicht so auf dem Schirm von vielen Anlegern ist und dadurch das Abwärtspotenzial der Aktien enorm ist, wenn man die Aktien vorher falsch bewertet. Auf diesen Fehler gehe ich heute genauer ein und was man dagegen machen kann. Und dazu schauen wir uns erstmal ein bisschen die Vergangenheit an. Und wir sehen hier mal einen Graphen mit der vergangenen Performance des S&P 500. Das ist in Blau der Graph und dann noch der orangene Graph, die Zinssätze. Die Entwicklung der Zinssätze auch seit 50er Jahre bis eben aktuell in den USA, die damals enorm gestiegen sind auf bis zu 18% im Hoch und eigentlich seit den 80er Jahren, seit Anfang der 80er Jahre, immer weiter nach unten ging, immer weiter nach unten. Dann hier 2010 auf 0 waren, ging mal kurz hoch auf 2%, dann wieder auf 0 durch Corona und jetzt sind sie eben wieder bei 5%. Der S&P 500 im Gegensatz, der ist immer weiter gestiegen in den letzten gut 10, 15 Jahren. Von damals, was sind es hier so gut, 700 Punkte auf inzwischen über 4000 Punkte. Und es gab aber eben auch Zeiten schon mit höheren Zinsen, wie aktuell 5%. Das wird so ungefähr hier der Durchschnitt gewesen sein in den 70er Jahren, 80ern, wenn wir hier mal das Hoch außen vor lassen. Und da schauen wir doch dann einfach mal hier in diese Vergangenheit rein. Wir sehen jetzt mal ein bisschen reingezoomt von Ende der 60er Jahre bis Anfang der 80er Jahre eben die beiden Graphen. Und wir sehen, dass der Zins hier so bei gut 4% war. Später ist er dann noch angestiegen, eben auf 18, über 18%. Und wir sehen auch, dass der S&P 500 in diesen 15 Jahren gerade einmal von etwa 90 Punkten auf 110 Punkten angestiegen ist. Das heißt, in 15 Jahren gerade einmal eine Rendite von etwa 20% oder je Jahr einfach mal eine Rendite von nur etwa 1, 2% je Jahr. Da kam noch ein bisschen Dividende hinzu, aber sicherlich keine gute Rendite. Und 15 Jahre ist ein enormer Zeitraum. Wenn wir jetzt mal ab heute rechnen, 2023, 15 Jahre, 2038, wenn man in diesem Zeitraum kaum Rendite schafft, dann ist das natürlich mehr als ärgerlich. Und ich habe auch vor 1,5 Jahren schon ein Video gemacht im Dezember 2021, als es der S&P 500 gerade in etwa bei seinem Hoch war, dass ich eben für einen ETF auf den S&P 500 oder auch für den MSCI World in den nächsten 10 Jahren eine sehr schlechte Rendite sehe. Und da in den letzten 1,5 Jahren der Kurs bis jetzt auch nach unten ging, lag ich zumindest bisher gar nicht so falsch. Und jetzt schauen wir uns noch als zweites an die Entwicklung des KGVs vom S&P 500. Und auch hier so seit den 50er Jahren sehen wir, das aktuelle KGV liegt bei 25, war aber auch früher oft hier gerade mal bei 5 sogar in den Tiefs oder hier auch längere Zeit, also mehrere Jahrzehnte, so zwischen 10 und 20 oder 15 und 20. Und erst in den letzten Jahrzehnten, seitdem eben der Zins nach oben gegangen ist, war auch das KGV deutlich höher, sondern seit 2000 rum, also in diesem Zeitraum, war das KGV durchgehend eigentlich über 20, das durchschnittliche KGV, teilweise in der Spitze sogar noch deutlich höher, hier in der Krise 2007, 2008, als eben die ganzen Gewinne auch eingebrochen sind und jetzt eben bei 25. Aber was heißt das 25er KGV? Wir nehmen den Kehrbruch, das heißt 1 geteilt durch 25, dann erhalten wir in etwa die Rendite, also 4% in dem Fall. Und es bedeutet, wenn die Aktie, nehmen wir jetzt mal nicht den ganzen S&P 500, nehmen wir mal eine Aktie mit dem KGV von 25, wenn die nicht weiter wächst oder das Geschäft nicht weiter wächst, dann hat man eben jedes Jahr 4% Rendite auf das Investment. Im Vergleich eben aktuell die Zinssätze bei 5% oder auch 10-jährige Zinsen in den USA bei 4%, gut 4%. Also hat man hier eigentlich in den Anleihen, wenn man investiert, eine ähnliche Rendite wie auf Aktien, wenn eben kein weiteres Wachstum ist. Aber da eben die Aktien auch ein größeres Risiko haben, möchten wir eine zusätzliche Rendite, wenn wir in Aktien investieren. Wir möchten ja nicht die gleiche Rendite mit Aktien, wie wir auch mit Anleihen bekommen. Das heißt, fürs KGV in Zeiten mit hohen Zinssätzen fallen die KGVs, weil man eben dann weniger bereit ist, für Aktien zu zahlen und eher in Anleihen investiert. Und andersrum, wie in den letzten Jahrzehnten, wenn eben die Zinsen fallen und sogar gegen Null fallen, was ja eine Sondersituation ist, die es früher in der Vergangenheit sonst nicht gab, dann können Aktien fast beliebig hoch steigen, aber eben dann auch wieder beliebig tief fallen. Und jetzt haben wir aber immer noch die hohen KGVs, aber steigende Zinsen. Und das beachten eben viele Anleger nicht. Also in der Bewertung, wenn ich oft höre, zum Beispiel bei anderen YouTubern, die sagen, das KGV von manchen Unternehmen ist aktuell relativ niedrig, viel niedriger als in den letzten Jahren, dann ist das ja auch total gerechtfertigt, denn wir haben ja
niedrigere KGVs, weil wir ja auch höhere Zinsen haben und viele KGVs sind noch nicht mal niedrig, weil die Leute noch die alten Bewertungen im Kopf haben. Sie haben noch die alten KGVs, 20er KGVs für ein Superunternehmen günstig, 25er ist günstig. Aber was passiert dann, wenn wir wieder solche Phasen haben wie in den 60er, 70er, 80er Jahren? Wenn wir wieder KGVs von vielleicht 15 haben, das ist absolut nicht unrealistisch im durchschnittlichen Markt, dann haben wir hier ein Potenzial nach unten von etwa 50%. Das heißt, die Kurse müssen erstmal 50% fallen, um dann wieder fair bewertet zu sein. Und deswegen investiere ich selbst auch eher in Unternehmen, die günstig bewertet sind. Ich bin sehr fokussiert beim Investieren. Die Unternehmen, die ich habe, haben meistens so ein KGV von 10, 12, teilweise auch unter 10. Und damit hat man dann auch, wenn man ein gutes Unternehmen hat, das die Gewinne in der Regel auch weiter steigert und eine gute Marktstellung hat und so einen günstigen KGV kauft, ein viel niedrigeres Potenzial nach unten, dadurch weniger Risiken und ein höheres Potenzial nach oben. Wen meine Aktien interessieren, gerne unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu meiner Analyseplattform. Da schreibe ich regelmäßig jeden Monat mehrmals über meine Aktien, über aktuelle Quartalszahlen, über meine Käufe und Verkäufe. Gerne mal reinschauen. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel anschauen, für mich die absolut überbewerteste Aktie von den Top-Aktien überhaupt, und zwar Nvidia. Nvidia ist seit dem KI-Hype in den letzten Monaten enorm gestiegen, von $100 auf ja, fast $450. Wir sehen hier eben, dass sie in den letzten Jahren so 2, 3, 4 Dollar Gewinn die Aktie geschrieben haben, inzwischen eben der Kurs etwa beim 100-fachen vom, ja, oder sogar über dem 100-fachen des Gewinns von 2022. Und auch wenn jetzt der Gewinn weiter steigen soll, was ja die Analysten erwarten, wobei Analysten natürlich nicht immer recht haben und es kann auch mal anders kommen, aber selbst wenn der Gewinn jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auf $10 steigt, die Aktie, ist es immer noch ein KGV von über 40. Und wenn dann vielleicht die Börse so hohe KGVs eben nicht mehr für gerechtfertigt sieht, wegen den steigenden Zinsen, die auch noch weiter steigen können, müssen sie nicht. Über Zinsen mache ich demnächst ein eigenes Video und deshalb auch gerne den Kanal abonnieren, wenn euch das Thema interessiert, was eben ein Investment in Anleihen für Vor- oder Nachteile hat, was die Zinsen für Vor- oder Nachteile haben, wie die Zinsen sich entwickeln können, wird dann einer meiner nächsten Videos. Und wenn dann eben die höheren KGVs an der Börse nicht mehr anerkannt werden, dann kann hier der Kurs von Nvidia Richtung $100 oder sogar noch tiefer fallen. Nehmen wir mal an, sie schaffen in ein paar Jahren vielleicht wieder nur 3, 4 Dollar. Gewinnt die Aktie dann vielleicht ein 15er KGV nur noch, weil eben die ganzen Erwartungen nicht erfüllt worden sind, dann ist man hier bei schnell unter $100 je Aktie. Und das ist eben das enorme Risiko, was viele nicht beachten. Sie sind bereit für Zukunftsaktien enorm viel zu zahlen und achten eben nicht auf die Risiken nach unten. Und wenn euch meine ausführliche Analyse zu Nvidia interessiert, dann schaut euch gerne dieses Video an und dann bis zum nächsten Mal beim Aktienprofi.